Heute mal was aus dem Travel Retail. Ich hatte Glück, ich habe eine geile Community. Danke Andreas fürs Besorgen. Und jetzt gucken wir uns mal zusammen den Balvini Madeira Cask Finish an. Nach dem Intro geht's los. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder im Travel Retail unterwegs. Ich habe hier für euch den Balvini Madeira Cask Finish 15 Jahre, um die 100 Euro, 43% und ja, alle sind heiß drauf, mal die Abfüllung zu probieren. Ich habe die bekommen dank jemandem aus der Community. Ich habe nämlich leider Pech gehabt und habe leider keinen abbekommen. Dann konnte man den eine ganze Zeit nicht organisieren. Und dann tauchte der auf einmal irgendwo auf. Und mittlerweile kriegst du den auch im Travel Retail oder bei den ganzen Flughäfen. Ich glaube, bei Heinemann und so habe ich den auch gesehen. Aber halt für über 100 Euro. Und ich habe den halt dank eines Community-Mitglieds, vielen Dank nochmal Andreas, bekommen, weil der hat den nämlich aus dem Travel Retail mitgebracht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich liebe meine Community. Ne? Immer wieder für Überraschung gut. Ich kriege immer wieder coole Buddels, die man auch mal probieren kann, wo man sonst vielleicht nicht drankommt. So, jetzt packe ich das Ding hier mal irgendwie ein bisschen aus. So, haben wir alles ab. Ihr seht schon, ich habe alles abgefriemelt jetzt. So, dann gucken wir mal hier so. Oh, der riecht aber fruchtig. Na, bin ich mal gespannt. Ja, bei Vini kann ich euch eine kurze Story zu erzählen. Gibt es auch ein Video zu. Mein erster Berührungspunkt mit Balvini war damals während meiner Ausbildung. Da habe ich, als ich da aufgehört habe, eine Flasche Balvini Doublewood bekommen. Also ich habe, wer nicht weiß, ich habe gelernt bei Underberg, hier, ne, kennt ihr alle, dieser Kräuterlikör, bei denen habe ich gelernt und bei denen, oder die hatten damals, als ich da gelernt habe, ist ja schon ein paar Jahre her, hatten die Balvini im Portfolio. Und ich habe dann, als ich da aufgehört habe, das war 2007, glaube ich, habe ich halt eine Flasche Balvini Doublewood mitbekommen, der ganz normale. Der war da aber schon sehr, sehr alt. Und diese Flasche ist immer noch mal im Bestand und die werde ich mir irgendwann mal für einen ganz besonderen Moment aufheben. Und ja, es ist nur ein Balvini Doublewood, aber das ist so eine Flasche, da gehe ich halt nicht dran und die hebe ich mir für irgendein tolles Ereignis irgendwann mal auf, wo ich sage, da mache ich diese Flasche auf, weil es ist halt die Flasche, die mich halt an meine Ausbildung erinnert. So, jetzt kommen wir hierzu. Ne, noch was anderes. Ich habe auch schon mal, wo wir gerade bei den 15 Jahren, wo wir gerade bei 15 Jahre sind, das Single Barrel Sherry habe ich ja schon mal verkostet. Fass 4185. Bombenfass. Wenn man da noch drankommt, kann ich nur empfehlen, immer wieder eine Pulle holen. Wenn die 100, 120 Euro kosten, einfach einpacken und mitnehmen. Es ist sehr schwer, an diese niedrigen Zahlen noch dran zu kommen. Da waren die noch richtig gut. Mittlerweile sind die ja schon im fünfstelligen Bereich und da schmecken die, also meiner Meinung nach, nicht mehr so nice wie die älteren Abfüllungen davon. Gut, also Fass 4185 Balvini Single Barrel Sherry Cask. Kann ich nur empfehlen. So, hier haben wir auf jeden Fall nur ein Finish. Hier steht sogar drauf, was wir zuerst hatten. Ne, also hier, guckt euch mal die Umverpackung an. Da seht ihr hinten drauf, steht genau drauf abgebildet hier. First American Oak, Second Madeira Wine Cask. So, heißt also, wir haben hier nur ein Finish. Wie lange das Finish war, steht, glaube ich, nicht mit drauf. Nee. Aber wie ist das dazu gekommen? Also wir haben hier den Malt Master. He-Man und Masters of the Universe. Ja, Malt Master David C. Stewart. Der ist in diese Region, wo halt der Madeira-Wein quasi hergestellt wird. Er hat die Region erkundet und hat ihn dazu inspiriert, den Whisky in Madeira-Fässern nachreifen zu lassen. Schöne Story. Was da genau passiert ist, keine Ahnung. Da könnte ich mir jetzt gerade so einen coolen Film vorstellen, wo halt dieser Typ halt durch so ein Blumenfeld läuft und dann der Whisky so langsam in diese Fässer reingefüllt wird per Hand und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, ist alles Industrie. Aber trotzdem kann ich mir das gerade sehr gut vorstellen. Ich mag übrigens auch das Design, Hashtag Marketingopfer, wollte ich nur schon mal mehr anmerken. Ja, jetzt habe ich wieder zu viel erzählt. Ich bin schon bei 5 Minuten, Wahnsinn. Nee, nicht ganz. Muss noch ein bisschen was geschnitten werden, aber fast 5 Minuten. So, deswegen halten wir jetzt die Nase rein und gucken mal, was im Glas da war. Also los geht's, Kinders. Boah, sehr fruchtig, wirklich. Also der hat eine richtig krasse Fruchtnote. Und zwar riecht der extrem nach,
Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren, als wenn du das alles zusammen eingekocht hättest. So ein Kompott, so ein Mousse, so eine Konfitüre, irgendwie so was in diese Richtung. Der hat so eine leicht säuerliche Note dabei. Und dann es riecht einfach nur nach wirklich sonnengereiften, reifen Beeren. Wahnsinn. Und dazu hat das halt noch diese leichte Säure, die total gut dazu passt. Deswegen erinnert mich das total an so richtig reife Johannisbeeren. Mir läuft schon jetzt der Wasser im Mund zusammen. Also nicht nur so rote Johannisbeeren, sondern auch schwarze Johannisbeeren. Einfach so alles gemischt und hast daraus so ein Kompott gemacht oder so ein Bärenkompott oder irgendwie so eine rote Grütze. So in die Richtung geht das. Leicht süßlich dabei, einen ganz leichten Barrel-Char-Moment, richtig nice. Also mehr bietet er übrigens auch gar nicht an. Also ich finde, mehr rieche ich nicht. Intensiv, wirklich intensive Beeren, schöne Süße und ein bisschen Barrel, also das ist Barrel-Char, sind irgendwelche krassen Röstaromen. Also, ich habe richtig Bock, den zu trinken gerade. Kennt ihr das? Also für mich ist das ja immer der Dirk-Moment von Expedition Whisky. Wenn der so einen Whisky hat, den der so richtig nice findet und riecht dran, dann trinkt der den einfach direkt. Und das mache ich jetzt einfach auch, Slanger. Das ist gruselig. Erster Moment, denkst du an diese, an so eine Orange und diese weiße Haut unter der Schale, ne? Und dann schmeckt das so, als wenn ich einen Haselnuss- oder Nusslikör trinken würde. Das schmeckt nach Haselnüssen, nach Walnüssen, nach irgendwie... wirklich nach einem Nussbrand Nusslikör und hinten raus kriegt so einen ganz leichten Hauch Holz. Der hat nichts, also fast nichts Fruchtiges mehr im Geschmack, sondern fast nur diese Nussnote. Krass. Ey, wie krass fruchtig der einfach riecht und dann du probierst den und denkst, du wartest auf die Beeren, auf diese Fruchtnote und dann kommen einfach nur Nüsse. Schmeckt einfach Müffe, welche Müffe? Ne, also echt krass. Pull nochmal einen Schluck. Wahnsinn. Wirklich, also du hast so, du probierst den, erster Moment ist wirklich diese, so eine Orangenschale, bisschen Orangenabrieb, vielleicht hauptsächlich das Weiße von der Orange, leichte Fruchtnote und dann schwenkt sofort um in reine Nüsse. Als wenn du wirklich nur so einen Brand aus Nüssen probiert hättest. Wahnsinn. Also es ist richtig krass. Nussbrand. Es ist ein Nussbrand, kannst du einfach so sagen. Hinten raus kommt noch so ein bisschen was, bleibt auf jeden Fall auch da. Der wärmt auch ordentlich nach, muss ich sagen. Ich habe erst gedacht, perfekter Sommerwhisky. Jetzt denke ich schon wieder eher was für den Herbst. Also, misch den mal irgendwo mit unter und sag mal, das ist ein Nussbrand. Geht auf jeden Fall als durch. Darfst du nur nicht dran riechen. Wenn du dran riechst, dann fällt der Fake auf, dass es irgendwas mit Früchten, also dass das fruchtig riecht. Aber schmecken tut es auf jeden Fall an Nüssen. Krass. Auch dieser leichte Röstmoment, dieser Barrel-Char-Moment, der passt halt perfekt dazu, ne? Also echt krasses Ding. Abgedreht vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, ich bin immer noch so ein bisschen geflasht. Also es ist nicht so dieser Moment, wo ich sage, wow, 5 Daumen hoch, sondern eher so dieser Moment, überraschend, aber interessant, aber will ich einen fruchtigen Whisky, der nach Haselnüssen schmeckt? Ja, finde ich geil. Also ich sag mal, komm, 4 bis 5 Daumen hoch auf jeden Fall. Also ist schon spannend, ne? Allein schon für den Geschmack, Leute. Wenn ihr die Bulle zu Hause habt, macht die mal auf und probiert mal. Das ist echt lustig. Da hätte ich jetzt nicht mit. Vor allem, du riechst wieder dran und es riecht wieder nach Früchten und nach Beeren. Wahnsinn. Wahnsinnig abgedrehter Whisky.
Naja. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn probiert habt. Wie fandet ihr den? Würde mich über Feedback freuen. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal supporten bei Patreon oder bei, hier, also was heißt bei YouTube direkt hier unten runter. Kanalmitglied werden, einfach anklicken. Ab 4,99 könnt ihr dabei sein. Gibt coole Goodies, Specials. Und ich würde mich sehr darüber freuen, euch bald da in der Community begrüßen zu dürfen. Ist auch was für einen guten Zweck. Ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Und ich kann mal wieder einen Stromrechner davon bezahlen zum Beispiel. Also hilft mir sehr weiter. Würde mich über Support von euch sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine angenehme Zeit. Euer Friend, Mr. Z.